Zeit, willkommen bei Max Beach Shop. Heute stehe ich für meine ungeschnittene Hecke. Ja. Ja, ich sollte vielleicht hier wirklich mal schneiden. Ja. Ja, heute nehmen wir mal den Einser mit. Fahren damit zum Kanalweg, zu meiner Werkstatt. Warte, wo ist denn der Schlüssel überhaupt von dem Ding? Ich glaube, der ist das. Ist der das? Nee, ist er nicht. Der ist das. Oder? Oder? Oder ist er das? Er ist es! Ich habe einen Pokal gewonnen. Oh, Frau saß drin. Warte, sitzt nach hinten. Bevor der gleich meine Tür abreißt. Oh, so. So, jetzt kann ich weitermachen. Monolog Spezial. So. Also, was haben wir vor uns? Auf dem Schrottplatz liegen Spalier-Sitze in Audi 80. Im Audi 80 von Ole. Die will ich mir mal eben krallen und mir mitnehmen. Weil ich wollte mir jetzt mal ein paar Bürostühle bauen. Aussitzen. Weil mein Bürostuhl, den ich jetzt habe, der ist ein Arsch. Da tut mir der Arsch immer auf weh. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt habe ich hast ein bisschen Zeit, muss eh arbeiten heute. Und dann kann ich mir da eben so ein Ding rausfriemeln. Das ist der Plan. Beziehungsweise wenigstens erstmal die Dinger da wegholen. Mit Udo schon alles abgeschnackt. Teile krächig, kann ich mal abholen. Ass rein, ne? Ja, dann bewegen wir dieses Kfz wieder zurück in der Halle. Da musst du eh wieder hin. Nimm Buick mit, schmeißen dann Trailer hinten dran. Und wenn alles gut geht, haben wir auch eine kleine Schrottplatztour. Hier, Schok Spezial. Geht alles. Man muss nur wissen, wie. Bis gleich. Schon wieder sexy, ne? Kann man sagen, was man will. Aber richtig sexy. Ja, heute ein bisschen tote Zeit halt. Ich habe schon wieder, wir waren kurz vor 11. Oder haben wir jetzt schon 11? Nee, kurz vor 11. Ja, der Witz ist heute halt, ich muss um 2 Uhr zur Arbeit. Hab halt 2 Stunden ungefähr tote Zeit. Bis zum hier Essen, dann Frau wieder zu Hause ist und sowas. Da kann man groß in der Werkstatt nichts reißen. Ne? Deswegen komme ich auf die Sitzidee, weil ich habe so einen beschissenen, schmerzenden, harten Schreibtischstuhl. Und hier, die Speedshop Kenia, hier bei Heino, hab ich das gesehen. Der hat ja so einen Stuhl mal umgebaut. Für seine hier Angestellten da oder für die Verwaltung da in seinem Büro da. Und die finde ich nicht verkehrt. Und ich weiß halt, dass bei Ules Auto diese Ledersätze noch drin liegen. Und die sind echt geil, die Dinger. Und da kann man da richtig was draus bauen. Mal gucken. Ja, nur mal eben so den Urheber, die Idee. Ich meine, der Trick, der ist ja schon ein bisschen älter, dass man sich aus dem hier Autositz einen Stuhl baut. Aber es gibt halt nichts Geileres wie einen Autositz. Weißt du, das ist wirklich so. Ich habe meinen Schoker nicht mehr gezogen, deswegen kann ich fest leerlaufen. Weil ein Autositz ist halt, das ist ein Sitz, der ist dafür gebaut worden, dass man seinen ganzen Tag seinen Arsch darauf packt und damit er hier gegenbraten kann. Ein Bürostuhl ist natürlich ein bisschen was anderes, ne? Deswegen lieber Autositz. Übrigens, die setzt der Golf 1 immer auf dem Stück hier. Hey, der Golf 2. Ne? Der Golf 1 nicht. Also daran sieht man, wie tief der Golf 2 in Verbindung zu dem Golf 1 ist. Alter Schwede, ist eine tiefe Kiste. Bin ja gespannt, wie der auf Ebay läuft. Ne? Momentan ist er ja auch schon bei 600 Euro, oder was ich gesehen habe. Ist übrigens jetzt ja, morgens 11 Uhr, keine Ahnung, wo der landet. Und geht noch 4 Tage. Wird sehr interessant. Witz ist halt, was viele nicht verstehen, die Zeit der Golf 2 Wegwerfautos ist vorbei. Früher hast du die Dinger für 3 Tage nachgeschmissen gekriegt, keiner wollte die haben. Manchmal kriegen wir noch billige Schnäppchen noch, aber die Zeiten sind vorbei, die werden jetzt teurer. Das ist wie die Einser. Kriegst auch keinen Einser mehr für 500 Euro, der fahrbereit ist. Definitiv nicht mehr. Sind die Zeiten auch vorbei. Was willst du machen? Gut, wir machen aber jetzt weiter ein Projekt. Ich schmeiß gleich einen Trailer hinten dran, weil mein normaler Anhänger wieder zu Hause rumoxidiert. Das hilft ja nicht viel. Und jetzt halt voll mit Müll, weil die mit dem vollgemüllten Anhänger herumfahren und ich habe einen Trailer eben im Kanalweg in der Werkstatt stehen. Deswegen Trailer und Spanngurt sind auch schon unser Freund gewesen. Wisst ihr Bescheid? Ich fahre schon wieder durch das am Arsch der Weltgebiet mit Schlaglöchern bis zum geht nicht mehr. Weil ich halt ja, die Brückensperrung habe. Bin Arsch. Deswegen kommt Udo momentan auch nicht zu mir und holt den Schrott ab, weil das für ihn ein riesengroßer Umweg wäre. Lohnt sich für ihn nicht. Deswegen warte ich noch, bis die Brückensperrung vorbei ist. Dann kommt er auch um die Ecke. Das ist der Witz. Wisst ihr Bescheid?
So, let's fetz, sprach der Frosch, als er in den Mixer sprang, ne? Abfahrt. Oh. Warm hier drin, wie in der Sauna. Licht in der Bude rein. Nee, das ist mir zu viel Licht, das ist mir zu viel. Naja, erstmal, wisst ihr, was wir auch brauchen, ganz dringend, hier, das Zeug hier. Der Moment, wenn du die Zündung anmachst und die Tankanzeige auch weiter nach unten geht, dann weißt du, dass irgendwas verkehrt gemacht. Standard. Hoffentlich sind die noch da. Wenn die letzte Schrottplatztour, die wir gemacht haben, die ist schon wieder eine Woche her, ne? Und ich meine, so eine Lederausstattung, die in Audi 80 rumfliegt, die lässt doch nicht jeder liegen, nicht unbedingt. Hoffentlich gibt's die noch. Wäre schick. Weil das sind nur die Sitze, die mir so eingefallen sind für dieses hier Berufsstuhl-Projekt-Ding. Weil ich merke halt, seitdem ich diesen YouTube-Kram hier für euch mache und sowas, ne, sitze ich halt deutlich mehr vom Rechner. Deutlich mehr. Da ging es auch deutlich mehr an wie früher. Und ja, da tut mir halt auch wieder der Arsch weh, ne, wenn ich jeden Tag davor sitze. Deswegen müssen wir mal gucken. Da müssen wir auch ein vernünftiges Bürostuhl untergestellt haben, wo man auch Höhen verstellen kann. Und dann schrauben wir den ganzen Kram auseinander und wichsen da den anderen Dingsen oben drauf. Wie? Das weiß ich noch nicht, aber irgendwie wird es schon gehen. Obwohl, Sprit ist noch gut, sehe ich gerade. Wenn ich bergab fahre, da geht die Reservelampe wieder aus. Also, wo ist das Problem? Da ist ja noch irgendwo Sprit, der noch her schwappen kann. Das mag wohl nicht das Problem sein. Das mag schon schief gehen. Naja, noch 500 Meter sind wir da. Sind wir wieder auf meinem zweiten Zuhause. Da, wo das Geraffel einen Namen hat. Wisst ihr Bescheid. Jetzt gucken wir uns noch ein paar Autos an gleich. Aber erstmal schaue ich mal, ob meine Sitze noch da sind. Da ist er ja. Ole Scooter Audi 80. Betsy. Ungewohnter Anblick, ne? Weil die vorher ewig keiner in meiner Halle gestanden hat. Audi 80? Audi 80, ja. Nee. Sind die noch drin? Klar sind die noch drin. Und immer noch ausgebaut. Was willst du mehr? Sitzschienen? Ach, diese Sitzschienen. Das ist scheiße zu verbauen sein. Nicht so einfach wenigstens. Aber. Oh. Verstellbar? Ja, da bauen wir uns was raus. Da kriegen wir was raus hin, glaube ich. So, Fahrer- und Beifahrerbestuhlung. Fahrersitz hat hier eine Steuerstelle, stark repariert. Aber ist nicht schlimm, ich will beide haben. Weil vielleicht brauche ich von meiner Frau auch noch einen. Mal schauen, weil die sitzt ja auch neben mir am Schreibtisch. Und den hier halt. Ja, vom Sitzen ja auch deutlich geiler. Ach, ja, deutlich geiler wie so ein oller Bürostuhl. Kannst du einstellen, wie du willst. Du kannst du da hochstellen, da links, rechts, rausziehen, so justieren. Geht's bei dem übrigens auch noch. Mal gucken. Ich hatte nachher kaputt ist. Nee, das geht auch noch. Und daraus bauen wir uns eine Bürobestuhlung spezial. Gurkenprinzip für Stuhlung. Oder eher gesagt eine Oktana-Bestuhlung. Aber egal. Ja, ich finde das gut. Oha, Lederrückbank ist aber auch noch drin, ne? Wenigstens ein Teil davon. Das ist die eine. Ah, die ist aber ziemlich angegammelt. Die ist nicht mehr so schön. Aber die kann ich eh nicht gebrauchen. Oben noch hinten was drin gelassen von der Kiste. Der Blumentopf, das ist auch gut. Oh. Ach, da ist der Rest. Oha, ja, ja, ja. Naja, schade, hätte ich Bescheid sagen können. Naja, da kommen wir auch so ran, ne? Gut, jetzt gucken wir uns ein paar Autos an. Mal gucken, was es Neues gibt, was hier so rumfliegt. Und mal gucken, die Kopfstützen oder nehmen wir diese Kopfstützen. Ne, die sind scheiße. Die nehmen wir nicht. Wir behalten die Kopfstützen. Muss ja haben, ne? Falls du mit dem Schaltschuss mal nach hinten fällst, dass du auch so einen Heck-Impact aushalten kannst. Mit der Ford-Abteilung an. Ja, wir werden mal ein bisschen exotischer. Weil wir halt nicht jeden Tag haben. Fiesta. Mittlerweile auch alt geworden, alter Schwede. Gucken wir mal rein. Schönes Radio ist da noch drin. Aber ein Original Ford Radio. Ja, kann ich ja nirgendwo einbauen, das ist ja peinlich. Kann man das doch rausziehen? Nee, ne? Das war hier das nicht raus, ne? Ich bin ja so ein Kassettenradio-Freak. Weiß ich nicht, ich stehe auf die Dinger. Ich finde das gut, oldschool. Gut, dazu haben wir hier, ich glaube, ein Ford Sierra. Technik, wie ist die da? Motor drin. Getriebe ist noch verbaut. 120.000 auf der Uhr. Oder nee. Egal, 12.000 auf der Uhr. 5-stelliger Kilometerzähler. Fest da auch nicht. Hier oben nochmal Möhrer Fiesta. Das sieht man sofort, wie aufgeräumt der von innen ist.
Auch schon Schimmel drin. Ja, wird es machen, ne? Oh, gucken kostet ja nichts. Fokus, Fokus. Dings ein Galaxy. Weiß ich nicht, gucken wir da mal rein. Nur schon sehr mitgenommen. Steht schon ein bisschen länger hier. Und hier der gute alte Ford Mondeo von mir. Das war eigentlich das Winterauto von meiner Frau werden, aber der hat so einen Ölverbrauch gehabt, der Bock. Da musstest du wirklich auf 100 Kilometer locker einen halben Liter Öl nachkippen. Da habe ich den Dorf weggedrückt. Hier übrigens Gurkenprinzip lackierte Stoßstangen. Panzertape kennt ihr ja von Mondeo. Auf den Schimmel Felgensilber nachlackiert. Sah aus wie original. Schade. Aber leider ist es nicht zur Serienreife gekommen und zur Straßenzulassung für die Karre. Haben wir hier noch Transit. Der ist hinten abgeschlossen, ich krieg den nicht auf. Da ist sicherlich noch ein Schatz drin. Volvo-Abteilung. Peugeot. Was hat? 305 oder für den, keine Ahnung. Ne, 306. Nah dran. Der sieht auch noch relativ gut aus, ne? So guckt. Der war gar nicht mal so schlecht. 182.000 gelaufen. Wunder, dass er hier gelandet ist. Naja, 106er. Volvo. Zack. Mit EDV-Ausstattung drin. Ja, die sind auch nichts. Momentan haben die auch so ihr Wertminimum. Deswegen landen die öfters hier. Aber Udo fährt auch privat so ein Volvo manchmal. Deswegen Mercedes. Eine C-Klasse, 180er oder irgendwas, das hat hier. Ein W202 liegt hier noch mittendrin. Aber schon sehr alter Schwede. Den lassen wir lieber zu. Ist hier noch ein Volvo? An sich ja schöne Autos, ne? Kann man nichts zu sagen. Schöne Sitze drin. Aber gut, der ist aber auch ziemlich gar. Haben wir hier oben noch. Oh hier, mit Halbledersitzen drin. Die finde ich schick. Eckiges Armaturenbrett. Das ist wie beim Golf 2. Weißt du, Golf 2 kann noch so ranzig aussehen, ne? Der Innenraum sieht meistens mal aus wie geleckt. Das ist immer so ein Ding für sich. Das ist bei den Dingern genauso, die so aufgeräumt sind von sich selber aus. Vom Aufbau her. Auch hinten wahrscheinlich. Ja. Aufgeräumt, die ganze Karre ist voller Müll. Die Federaufnahme ist eine Katastrophe hier. Die haben die ja interessant gesetzt. Warum haben die das denn so gemacht? Da kann aber auch schief gehen, ne? Wegen Rostanfälligkeit oder nicht? Weiß ich nicht. Ich habe den Volvo gehabt. Werde ich wohl nicht so schnell haben, obwohl wenn ich die Teile hier angucke, die hier so rumfliegen für Volvos. Hier ist nochmal einer mit halben Liter mit wirklich guten Sitzen drin. Der hier unten. Oh, der hat sogar Vollleder hier, der hier. Der war richtig volle Hütte. Gucken wir uns mal von innen an. Oh. An sich schon das Auto. Schneespiegel für Beifahrerseite haben die auch alle mittlerweile. Schlüssel steckt. Abfahrt. Ne. Schönes Lenkrad. Ich mache eigentlich Volvo ganz gerne. Ich habe noch nie einen besessen, aber ich finde die jetzt nicht verkehrt. Oh, aua. Weil die nicht so extrem rosten. Wenn man so guckt, vom Gammel her, ne? Siehst du, ging das zu den C-Klassen, wo die hier rumstehen. Ist der hier am wenigsten durchgerostet. Ach du Scheiße, was ist das denn? Naja gut. Dafür ist der aber, Tico. Der ist auch noch gut. Im Vergleich dazu sind die relativ okay. Also, relativ okay. Ne? Relativ. Oh, neue Mercedes da hinten. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Was haben wir hier noch? Kangoo. Peugeot. Das Tuning hier für den 106er mit Honda Motorhaube. Total unverkennbar. Ah, Peugeot-Fan bin ich nicht. Hier der Saxo, da habe ich die Pumpe von liegen bei mir in der Halle. Da habe ich die hier Servopumpe von liegen, weil der hat eine elektrische Servopumpe. Das war für einen Kollegen von mir, die mal austauschen. Hier ist so windig für meine Kamera. Mach mal eben aus, bis gleich. Hier den Colt finde ich übrigens auch nicht hässlich. Den mache ich für auch leiden. Ich finde, von der Form hier ist nicht ganz so bauchschmerzig. Vor allem, wenn er so tief liegt wie der hier. Ja, ich meine, tiefer liegt hier bekanntlich keiner. Ne? Ich meine, tiefer fahren könnte definitiv nicht wie das Ding. Löcher in der Seite drin. Sportlich.
Und die guten ATU-Sitzbezüge, die müssen ja auch so gehören, ne? Standard. Schon die W202 Race Edition. Open Machine. Deswegen ist er schon auch hier gelandet. Was haben wir denn hier? Sport. Sport Edition. Was ich mit Rennflagge drauf und so weiter. Das ist Ironie, für die, die das nicht verstehen. Mit Sportspiegeln. Der ist gut. Automatik. Und hier, Standheizung hat er drin gehabt. Auch geil. Telefon drin gehabt. Original Kassettenradio ist auch noch verbaut. Klimakontrolle. Ausstattung ist gut, ne? Also für den W202. Hier, Schuhe aus, frisch gesaugt. Ja. Ist er, definitiv. Wie neu. Sportlich, mit Schallplattenspieler eingebaut. So muss das sein. Etage tiefer, W210. Hier, Schaltgetriebe, 6-Gang. Junge, das geht hier richtig ab bei der Kiste. Da kann man den Grill richtig eigentlich so hinlegen, so, ne? Und hat man hier noch die Bombe, liegt ja auch noch eben so mit drin, komplett. Die Airbag-Bombe mit Schaltern. Schöne Teppiche sind hier noch drin. Oh, gefliegt war der bis vor kurzem noch, bis er halt hier gelandet ist. Aber gut, warum ist er hier gelandet? Weil es ein W210 ist. Ne? Ey, ist nichts abgefallen. Schon mal ein Anfang. Für unsere Scheiße, die wir hier durchgemacht haben, ist das schon mal ganz gut. Motor fehlt nicht. Ne, hat er da drin. Hier haut noch auf. Ne, da geht gar nichts mehr auf. Das ist eben links verkeilt. Aber nichts Großes, ein Vierzylinder ist da drin. Aber es ist ein Facelift, hier mit Blinker in den Spiegeln. McLaren ist auch an Bord. Weiß ich nicht, der wollte eben die Sportambitionen von seiner C-Klasse eben rausholen. Wisst ihr Bescheid? Hinten stehen wir eine schöne Sitze. Jetzt machen wir noch einen kleinen Gucker bei der Opel-Abteilung und dann sind wir schon wieder fertig mit dem ganzen Kram. Weil da muss ich auch wieder los, weil ich gleich arbeiten muss. Hier, Jack Russell ist hier auch an Bord. Sitz? Hat der einen Antennenadapter? Ich suche schon dauerhaft diese Antennenadapter für VW. Für meinen Golf 1. Ich hab doch so ein Antennenkabel. Von dick auf dünn. Wir sind meistens immer rausgepflückt, weil die jeder braucht irgendwie. Opel-Abteilung. Astra G, Astra F, Corsas, B, C Corsas, alles mögliche. Vectra B haben wir hier noch. Da haben wir nochmal ein Astra G. Haben wir hier noch. Da ist noch ein Motor drin. Jupp, hat er. 1.6 16V oder so eine Klapperkacke. Haben wir noch. Schöner Kadett. Da ist schade drum. Aber die sind damals hier gelandet, da waren die noch nichts wert. Dabei sind die auch schon relativ gesucht, ne? Merkt man dann auch von der Marktpreise, wie die anziehen. So wie die Zweier-Golf zum Beispiel. Weil die 90er werden jetzt alt. Es ist wirklich so. Hier Omega B Facelift. Den kennen wir auch. Haben wir noch E36 da hinten noch ein paar. E46. Ja, die haben wir jetzt schon drauf gehabt. Die haben wir schon drauf gehabt. Golf 3. Den kennen wir auch schon noch mal aus manchen von meinen Videos, den Omega B, der hier steht. Mit der schicken Lackierung. Könnte von mir sein. Aber der hat sich ausgehalten, guck mal, der ist eingematscht. Aber der ist künstlich eingematscht mit dem Bagger, glaube ich. Oh hier, haben wir einen W202 hier in der Ecke. Können wir da mal reingucken. Haben wir denn hier überhaupt Schönes? 123er? 123er Rest-Mercedes. Das hier wäre übrigens mal ein Schweller. Das Blech ist auch okay. Das ist, glaube ich, auch gemacht worden. Die hat er da reingeschweißt. Alter. Verwalter. Das ist ja komplett, die Tür geht nicht mal auf, komplett unrestaurabel. Aber der ist gut geschlachtet worden. Ah, das ist also Hommage an hier. Ich schweiß mal eben meinen Mercedes selber. Das Blech hier ist locker. Hier die Hinterachse mit dran? Nee, das ist der Stabi, Heckstabi, das hat hier. Eine Stabilisatorstange ist das hier, die sitzt hier. Bäh, alles im Auge gekriegt. Heckblech, lange Rückleuchten, Anhängerkupplung.
Da ist jetzt auch ein Blech dran. Na, sein Leute, aber Mercedes rostet nicht. Mercedes rostet extremst. Das ist so eine Mercedes-Krankheit spezial. Da dreht sich auch nichts. Da dreht sich noch was. Hier ist der weggefault. Aber sonst von der Federaufnahme ist er noch okay. Ein paar Jahre in Afrika. Dann, dann wird das schon werden mit dem Ding. Nicht. Gar nicht. Krass, oder? Da sieht man wieder, wie viel gut der Radlauf rumhält. Der kaschiert so einiges. Der schönste Kupferbügel der Welt. Und in Wirklichkeit ist dahinter gar nichts mehr. Federaufnahme. Aber die sind noch okay. Also fahrtechnisch, da bricht nichts. Ja, vielleicht so ein bisschen. Und Motorraum reingucken kannst du auch. Restaurationsbasis 1A. Schrott. 1A Schrott. Besseren Schrott kannst du gar nicht kriegen. Lassen wir mal außen vor. Hatten gerade schon einen. So, der jetzt mittlerweile auch endgültig hier gelandet. Für Restmüll. Ich frage mich, wenn ich die Türen abgebaut habe von dem Ding, wenn ich ehrlich bin, weil die waren auch verbeult. Ja, gut. An sich keine üblen Autos. Die rosten nur auf wie Sau, ne? Das ist das Problem daran. Gut, da hinten ist immer die Opel-Abteilung. Aber muss noch ein bisschen Material haben für nächstes Video, wenn ich wieder hier bin. Gucken wir in den Corsa A hier ein, der eingewachsen ist bis zum geht nicht mehr. Bis die Tür auch nicht mehr aufgeht. Nee. Oha, der ist richtig eingedrückt. Das Dach. Der ist komplett runtergekommen, der A-Corsa. Aber komplett. Ist noch aufs Maschinchen drin, wenn überhaupt noch eins da ist. Ach, den Hebel nicht mehr. Oh. Das ist eigenhändig immer so eine Sache, ne? Also, warte, ich skipp mal eben. Nach Ewigkeiten Hebelsuche haben wir hier einen 1200er, glaube ich, ein 1-2er NZ. Gute Motoren. Die laufen eigentlich wie nix. Kann auch ein 1-4er sein, das sieht genauso aus. 1-6er eigentlich auch. Habe ich früher viele von gehabt, waren schöne Autos. Haben auch nur wieder gerostet wie nix, ne? Haben wir hier noch Scheinwerfer noch verbaut, bla. Guter Kotflügel. Astreiner Kotflügel. Der beste an Kotflügel überhaupt ist ein City, heißt, er hat keine Ausstattung. Ist dieses Grundmodell. Aber dieses Türgeräusch, das kenne ich von früher noch. Aber ich mache ihn lieber als Vorfacelift, wenn ich ehrlich bin. Das hätte für mich nicht so geil, wie diesen hier. Den mit der großen eckigen Scheinwerfer und den dicken Grill noch. Aber sonst, naja, ne? War mal ein schönes Auto gewesen. Die ist halt jetzt ein bisschen sehr gar. Bisschen sehr, sehr gar. Hier, die Antenne haben sie auch schon da eine reingesetzt, eine abnehmbare. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Schrottplatztour für diesmal. Beim nächsten Mal gucke ich mal, welche Teile abhole und wieder vielleicht einfangen kann oder was. Autos sind genug hier. Jedes Auto hat so eine eigene Geschichte, ne? Den ganzen Kram so ein bisschen genauer anguckt. So vom Innenraum her oder was. Da sieht man bei jedem Auto, die nicht abgeschlossen sind, Vorführeffekt, immer ein Unterschied. Hier, der hat ein Sportfahrwerk drin. Der Kunde ist doch meistens Weitek, oder nicht? Denn hier, gucken wir noch mal eben den hier rein. Yo, Astreiner Türgriff. Nicht. Scheiß drauf. Bis dann. Liegt euch hin, munter und, ne? Das war's in puncto Duster. Und, ja, jetzt geht's weiter mit. Ich schlepp meine scheiß Sitze zum Trailer. Die sind kacke schwer, habe ich gerade schon gemerkt. Die sind richtig schwer. Da muss ja auch irgendwie gehen. So, Herkules kommt jetzt. Ach. Eine Ewigkeit später. So, Sitze sind verladen. Kraftschlüssel habe ich abgemacht. Ich will die ja nicht endgültig kaputt machen, die Sitze. Die liegen jetzt hier drin. Ja, Thema vergessen. Sitze sind gekauft. Besorgt.
Und wie wir die jetzt umbauen, auch keine Ahnung, ist nicht so einfach, ne? Aber irgendwann fällt uns schon da ein. Wow, was auf die Fresse geflogen, aber nur fast. Auch noch abgeschlossen. Das ist ganz schön warm hier, wenn ihr mir eben so ein Scheiße hier gegen schleppt. Alter Verwalter, die wiegen richtig. Also Ledersitze sind doppelt so schwer wie normale Sitze. Ach, gut, das war's für so ein Thema Schrottplatztour. Ich lade die jetzt noch eben zu Hause ab, plus Trailer. Mehr brauche ich nicht. Ja, muss die euch nicht mal angucken, das ist eigentlich eher langweilig. Boah, die Karre ist eine Sauna. Alter Verwalter. Dann würde ich sagen, bis die Tage, aber bis morgen eher gesagt. Kommt es morgen so anstellen, legt euch hin und munter!